Servus und hallo. So, es gibt mal wieder Neues von mir. Auf meinem Blog www.body-coaches.de könnt ihr aktuell einen neuen Beitrag aufrufen mit dem Titel: Wie reduziere ich Körperfett effektiv und muskelschonend? Wie komme ich darauf, so einen Beitrag zu machen? Ist eigentlich relativ einfach. Nach wie vor werden ja Mainstream-Abnehmerfolge, sage ich jetzt mal, immer noch festgemacht an reduzierten Kilogramm Körpergewicht auf der Waage in Zeitfaktor X oder Zeitfaktor Y. Das ist natürlich für uns ist die Waage natürlich beiläufiges Kriterium, das wir mitbeobachten, aber letztlich geht es uns allen, wie wir hier uns als Sportler, sportlich aktive Personen bezeichnen, ja darum, innerhalb von Reduktionsphasen unseren angestrebten Körperfettgehalt in Prozent zu erreichen und dabei aber möglichst viel von unserer hart erarbeiteten Muskelmasse zu erhalten. Körpergewicht abnehmen ist kein Problem. Da geht man in ein hartes Energiedefizit rein und erhöht parallel dazu den Verbrauch. Das Ganze macht man dann ein paar Wochen und dann verliert man dann schon Körpergewicht. Ob es sich dabei dann um Wasser handelt, um Fett oder um Muskelmasse, das sei mal dahingestellt. Das ist immer abhängig von der Strategie und natürlich von der Dauer dieser ganzen Maßnahme und letztlich von der nutritiven Versorgung mit den jeweiligen Bestandteilen, die nötig sind, um den Organismus aufrechtzuerhalten. Und was es mir aber bei diesem Beitrag ging, war ganz einfach herauszufinden, wie ist denn die optimale Strategie? Wie sollte man denn vorgehen, um wirklich ganz gezielt den Körperfettgehalt zu reduzieren und die Muskelmasse dabei zu erhalten? Und wenn man zu so einem Thema anfängt zu suchen und zu recherchieren, dann stößt man natürlich relativ schnell logischerweise auf die eine Sportart, die es gibt, die sich eigentlich fast ausschließlich damit beschäftigt, nämlich dem Bodybuilding. Im Bodybuilding geht es jetzt nicht darum, irgendein Leistungsziel zu verfolgen, sondern es geht darum, den Körperfettgehalt zu minimieren und dabei möglichst viel Muskelmasse auf der Bühne zu präsentieren, in seiner Top-Shape, in seiner Top-Form. So, nun kann man schon sagen, dass sich die Wissenschaft durchaus für Bodybuilder und für Bodybuilding interessiert, weil man ja fündig wird. Es gibt etliche Studien, die sich mit der Wettkampfvorbereitung von Bodybuildern, männlich, weiblich, hauptsächlich natural befassen und das letztlich auch relativ ausführlich darstellen, wie da vorgegangen wird, was da passiert. Die Strategien einer Bodybuilding-Wettkampfvorbereitung in diesen Studien, die ist eigentlich relativ ähnlich. Der Aufbau ist relativ simpel. Es geht letztlich immer um eine Kalorienreduzierung. Es geht letztlich immer um einen hohen Proteingehalt. Es geht letztlich immer um Krafttraining als entscheidende Komponente für Muskelerhalt. Da wird noch ein bisschen manipuliert mit der Geschichte, wie viel Kraft, wie viel Cardio, da gibt es dann so eine Kurve, wie das Ganze dann geplant wird. Bei der Ernährung plant man dann vielleicht nochmal Refeed Days ein oder macht nochmal Speed Week oder je nachdem, wie der Verlauf ist. Also das ist eigentlich alles relativ ähnlich. Und dennoch, Leute, bin ich auf die unterschiedlichsten Ergebnisse gestoßen in Sachen Resultate. Also sprich in Sachen, wie viel Muskelmasse haben die Leute während der Studiendauer, die ja in den meisten Fällen gleich ist, ja, ich sage jetzt mal von 16 bis 20 Wochen ungefähr. Wieso sind die Unterschiede da dermaßen groß, dass die eine Studie einen durchschnittlichen Muskelverlust von, ich sage jetzt mal, 1 Kilo hat und die andere sogar von 6 bis 7 Kilo im gleichen Zeitraum mit der gleichen Zielsetzung, nämlich dem Erreichen des Zielkörperfettgehalts für eine Bodybuilding-Meisterschaft. Und ich habe das Ganze gesichtet, ihr seht es dann sehr schön im Beitrag und bin dann auf eine aktuelle Studie gestoßen, bei der der Muskelmasseverlust extrem gering ausfiel. 9 männliche Wettkampfathleten haben da mitgemacht. Die haben letztlich in deren Wettkämpfen dann auch zumindest ein Teil hat auch erfolgreich abgeschnitten, was ja ein Qualitätsmerkmal dann ist. Ja? Also das ist ja das Ziel von Wettkampf-Bodybuilding, letztlich dann auch auf der Bühne erfolgreich zu sein. Also das hat bei einigen von den Jungs gut funktioniert. Und wie gesagt, das Außerordentliche bei den Leuten war, dass der Muskelmasseverlust extrem gering ausfiel. Dann habe ich ein bisschen verglichen und dann bin ich letztlich darauf gekommen,
dass es, dass diese ganze Geschichte eigentlich nichts damit zu tun hatte, wie die Diätstrategie war, wie hoch waren die Carbs, wie hoch war das Fett, wie hoch war das und das war das, sondern es war, liebe Leute, der Eingangskörperfettgehalt dieser Athleten. Die Leute mussten in dieser Studie nur noch in dem Verlauf von diesen 16 Wochen, mussten nicht so abnehmen, sondern sie konnten sich es erlauben, so abzunehmen. Eine stetige, moderate Linie nach unten und nicht im Crash-Verfahren, weil, und jetzt kommt der Knackpunkt, weil der Körperfett schon von Beginn an viel, viel zu hoch war. Und das ist eigentlich, das ist eigentlich der Knackpunkt, liebe Leute. Ihr dürft euch nicht maßlos voll futtern, voll fressen, im Sinne von Bulking, bis der Arzt kommt, weil ihr das letztlich in eurer Diät zwangsläufig büßen werdet im Sinne von einem erhöhten Muskelverlust im Rahmen von einer Wettkampfvorbereitung. Als nicht naturaler Athlet hat man damit sicher noch mal andere Möglichkeiten, das zu machen, aber wenn ihr euch zu den sauberen Jungs und Mädels zählt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Was hat sich gezeigt? Es hat sich gezeigt, dass die Dauer des Kaloriendefizits, die Ausprägung des Kaloriendefizits, sind die entscheidenden Komponenten dafür, was dann mit den Athleten passiert ist oder was dann mit den Hormonen passiert ist, was mit dem Ruheumsatz passiert ist und letztlich was dann auch mit der Körperzusammensetzung passiert ist von den Leuten. Fazit dieser ganzen Geschichte: passt auch im Aufbau auf, dass ihr mit eurem Körperfettgehalt nicht zu hoch kommt. Ihr könnt das schon machen, aber ihr werdet es, und das habe ich eindeutig aus diesen Studien rausgelesen, ihr werdet es zwangsläufig büßen, wenn ihr dann in eure Reduktionsphase einsteigt und vorhabt, euren Körperfettgehalt zu reduzieren. Ihr werdet zu lange ein zu hohes Energiedefizit fahren müssen und das wird sich nachweislich auf eure Muskelmasse auswirken und ihr werdet verlieren, was eigentlich überhaupt nicht sein müsste. Also letztlich geht es darum, einen guten Mittelweg zu finden zwischen einem noch verträglichen Körperfettgehalt, der dann auch weiter gedacht schon für die Diät dann in Ordnung ist und dennoch aber Aufbau ermöglicht, und halt eben dann der Geschichte, dass die Diät dann muskelschonend verlaufen kann und effektiv verlaufen kann. Darum genau geht es, denke ich, uns allen. Letztlich haben wir alle nichts davon, 20 Kilo aufzubauen und dann in der Wettkampfvorbereitung wieder 22 Kilo zu verlieren. Ja, davon hat keiner was. Dann hat man in der Aufbauphase, sieht man dann aus wie ein Monster, und dann ist man fertig mit der Diät und dann denken sich alle, ja, was ist denn mit dem passiert? Da ist er nur noch ein Strich. Ja, das habe ich schon oft live selber so erlebt. Da möchte ich euch davor warnen und bewahren. Also ein gutes Mittelmaß auch bei dem Zielkörperfettgehalt schon vor Einstieg der Aufbauphase ist eigentlich der Schlüssel für eine erfolgreiche Reduktionsmaßnahme, für eine muskelschonende Reduktionsphase. Das war's, liebe Leute. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen rüberbringen. Man könnte eine halbe Stunde über das Thema quatschen, aber ich denke, das Wichtigste habe ich drin. Genau nachlesen könnt ihr das nochmal in dem Beitrag. Ich werde euch den Link natürlich in den Text reinklatschen. Falls ihr Fragen habt, raus damit. Falls ihr es anders seht, raus damit. Dann können wir hier noch ein kleines bisschen diskutieren. Ansonsten freue ich mich und bis zum nächsten Mal.